In diesem Tutorial möchte ich mal kurz auf das altbekannte Ziegenproblem eingehen und möchte dieses im Rahmen eines Entscheidungsbaumes lösen. Da finden wir leider nicht viele Vorlagen und Lösungsansätze. Die Spielregeln noch mal ganz kurz vorab, die sollten weitgehend bekannt sein. Deswegen werde ich jetzt hier auch das nicht allzu lange verlesen. Also wir haben drei Tore, hinter einem ist ein Auto, hinter zwei sind Ziegen und der Spieler kann also sich für ein Feld entscheiden. Dann bleibt das Feld jedoch verschlossen und jetzt geht es dann hier weiter. Nummer 4 hat der Kandidat ein Tor mit dem Auto gewählt. Dann öffnet der Moderator zufällig ausgewählt eines der beiden anderen Tore, hinter dem sich jeweils eine Ziege. Der wählt also immer ein Feld mit der Ziege aus. Also auch in Nummer 5, wenn der Kandidat ein Feld mit der Ziege gewählt hat, nehmen wir an Feld 2, dann würde er danach Feld 3 öffnen, das verbleibende Ziegenfeld. So, dann ist dann der wichtige Punkt unter Nummer 6, der Moderator bietet dem Kandidaten an, bei seiner ersten Entscheidung zu bleiben oder zu wechseln. Nehmen wir mal an, seine erste Wahl wäre auf Tor 1 gefallen und nun öffnet der Moderator Tor 2, da wo sich eine Ziege hinter befindet, dann wäre jetzt die Möglichkeit, die der Spieler hätte unter Nummer 6, bleibe ich auf dem Feld 1 oder nehme ich jetzt das noch verschlossene Feld Nummer 3. Und wenn er sich dann entschieden hat, nehmen wir an, er hätte sich jetzt hier bei Tor 3 umentschieden und dann würde das Feld 3 geöffnet und dann würde er eben hier in diesem Fall nicht gewinnen. Okay, diese Spielregeln sind dem Kandidaten vorher bekannt und nun ist eben diese Frage hier zu lösen, wie soll er sich bezüglich dieser Frage des Punktes 6 entscheiden, um seinen Erwartungswert oder eben seine Gewinnchance zu maximieren. Ja, gehen wir es an. Zur Symbolik nochmal. Das sind die drei Felder. Und hier ist jetzt mal ein möglicher Umweltzustand aufgetragen. Also die Wahl ist auf das erste Tor gefallen und da befindet sich auch tatsächlich das Auto drunter. Gibt natürlich auch die Möglichkeit 2 und 3 noch. Das sehen wir uns dann gleich an. Ja, in den Lösungen wird uns häufig als erster Entscheidungsknoten die Wahl zwischen dem ersten, zweiten und dritten Tor als Wahlmöglichkeit und Entscheidungsfeld vorgegeben. Das ist natürlich insoweit ein Irrtum, als dass wir überhaupt keine Entscheidung hier nachher dann treffen können, die irgendwie erfolgversprechender ist, ob wir nun Tor 1, Tor 2 oder Tor 3 wählen. Das ist natürlich völlig irrelevant, denn das sind ja völlig gleich wahrscheinliche Dinge, die dort dann als Ergebnisse herauskommen können. Also die Wahl muss natürlich anders formuliert werden und zwar so, dass ich dieses Spiel spiele. Und jetzt ist die Frage, da mir das komplette Regelwerk vorliegt, das war ja Bestandteil der Spielregeln, dass eben die Dinge alle vorab schon mitgeteilt worden sind, dann werde ich also vorher schon wissen, dass ich eine Wahl bekomme, eine Entscheidungsmöglichkeit, bei der ersten Wahl zu bleiben, also meine in diesem Fall Tor 1 Wahl zu bestätigen oder zu wechseln. Nur eine solche Ausgangsfrage, das heißt eine strategische Entscheidung, die macht natürlich insoweit Sinn, als dass ich die dann auch rechnerisch auf Vorteilhaftigkeit überprüfen kann. Die Wahl zwischen dem Feld 1, 2 oder 3, ja, die eben führt mit gleicher Wahrscheinlichkeit zum Erfolg oder zum Misserfolg. Insoweit ist das keine Entscheidung, die irgendwie rechenbar wäre und überprüfbar wäre. Die Entscheidung, die muss immer darin bestehen, dass ich eine strategische Möglichkeit habe, die ich eben so formuliere, ich spiele das Spiel, bleibe bei meiner ersten Wahl. Ich habe hier mal beispielhaft gesagt, ich entscheide mich für Tor 1, das hätte ich auch natürlich für Tor 2 oder Tor 3 machen können, mit völlig identischem Verlauf. Dann ist die Strategie, ich bleibe immer bei Tor 1 oder ich wechsle. Ich nehme also, bleibe nicht bei meiner Wahl 1, sondern ändere diese Strategie. Dann könnte man natürlich noch weitere Optionen hier als grundsätzliche Möglichkeiten in Betracht ziehen, nämlich, dass man sagt, ich überlasse das nachher meine Intuition oder dem Zufall und dergleichen. Das würde im Grunde bedeuten, dass ich überhaupt keine Strategie habe. Also insoweit gucken wir uns mal diese beiden Extremfälle an und alle anderen sind irgendwelche Mischfälle daraus, die möglicherweise sich dann durch die Lösung dieser beiden extremen Optionen dann nachher ohnehin ausschließen. Also insofern reicht es, dieses Entscheidungsproblem auf diese beiden extremen Wahlmöglichkeiten zurückzuführen. Ich bleibe bei meinem Tor und ich wechsle regelmäßig. Was kann eintreten an diesem ersten Ast, der hier bei der Entscheidung abgeht? Das wäre eben folgende Ereigniszustände. Und zwar habe ich das nochmal grafisch hier illustriert. Auto, Ziege, 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 Auto, Ziege, 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 Auto. Das sind alle denkbaren Ereigniszustände, die hier eintreten können. Wenn dieser erste Umweltzustand eingetreten ist, dann hat der Moderator nur noch die Möglichkeit, Tor 2 oder Tor 3 zu öffnen. Und in dem zweiten Szenario, im zweiten Umweltzustand, Wahl auf das erste Tor, das Auto ist im zweiten, da hat der Moderator nur noch die Möglichkeit, das dritte Tor zu öffnen. Und dann im letzten Fall, da ist das Auto hinter dem dritten Tor. Wir haben das erste gewählt und damit hat der Moderator nur noch die Möglichkeit, das zweite Feld hier mit der Ziege zu öffnen. Da ich ja im Grunde schon vorher entschieden habe, dass ich immer bei der Wahl
Tor 1 bleibe, bei meiner ersten Entscheidung, werde ich dann eben auch entsprechend verfahren. Tor 1, Tor 1 und Tor 1. Im Grunde genommen brauche ich dieses Wahlfeld an der Stelle gar nicht mehr, weil ich das ja bereits zu Beginn entschieden habe. Da ich jedoch von dem Moderator zu diesem Zeitpunkt aufgefordert werde, meine Entscheidung jetzt hier nochmal zu verkünden, habe ich das hier so aufgetragen, dass ich jetzt hier an dieser Stelle dann mich nochmal entscheide und diese Entscheidung verkünde. Tor 1, Tor 1, Tor 1. So, und im ersten Fall war ich erfolgreich, da ist das Auto tatsächlich, im zweiten ist es eine Ziege und im dritten ist auch eine Ziege. So, und in einem anderen Szenario sieht es genauso aus, das heißt, ich habe die gleichen möglichen Umweltzustände wieder und auch hier hat der Moderator natürlich wieder die gleichen Möglichkeiten hier, wie oben auch. Und jetzt habe ich eben als Spieler die Strategie entschieden bereits am Anfang, dass ich jeweils wechsle, das heißt, wenn der Moderator also hier das Tor 2 oder Tor 3 öffnet, hier hat er jetzt natürlich eine 50-50 Wahrscheinlichkeit. Das Auto ist unter dem im ersten Tor, das heißt, jetzt kann der Moderator entscheiden, das zweite oder dritte zu öffnen. Und hierfür hat der Moderator wiederum, weil er zufällig wählt, eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit. Die ist für den Spieler völlig irrelevant, denn er bekommt entweder Tor 2 oder Tor 3 vorgesetzt. Also wenn der Moderator Tor 2 öffnet, dann entscheide ich mich als Spieler für Tor 3 und wenn er Tor 3 öffnet, entscheide ich mich für Tor 2. Also nur ein Ereignisknoten und der führt in jedem Fall zu einer Ziege, also zu einem Nichtgewinnfall. So, und in anderen Fällen ist es klar, der Moderator öffnet also, wenn das hinter dem zweiten Tor ist, dann öffnet er dann das Tor 3 und dann wähle ich Tor 2 und habe damit Erfolg, habe ein Auto. Und im dritten Fall ist das Auto hinter dem dritten Tor. Dann bleibt dem Moderator nur noch die Möglichkeit, das Tor 2 zu öffnen und ich wähle dann Tor 3, weil ich mich ja umentscheide und nicht beim ersten bleibe. Und dann habe ich wieder einen Treffer. Also hier sieht man es, zwei Möglichkeiten zum Erfolg zu kommen und eine Verlustmöglichkeit. 2 von 3 und hier oben haben wir eine Gewinnmöglichkeit nur. Also, und das macht es hier schon deutlich, ich habe das hier hinten nochmal die Ergebnisse 1 für Gewinn, 0 für Verlieren aufgetragen. Dann können wir jetzt hier die Erwartungswerte eintragen, jeweils Wahrscheinlichkeit von 1 an den jeweiligen Punkten hier, weil immer nur ein Ereignis hier möglich ist. Dann übertragen wir das hier in diese Entscheidungsfelder und dann können wir jetzt hier den Erwartungswert ermitteln in diesem Rekursionsverfahren, diesem Rollback-Verfahren. Also der Erwartungswert in diesem Ereignisknoten, der ist dann eben 1 mal ein Drittel, 0 mal ein Drittel und 0 mal ein Drittel. Und das ergibt natürlich ein Drittel. Und hier unten haben wir dann eben 0 mal ein Drittel plus 1 mal ein Drittel plus 1 mal ein Drittel. Also haben wir hier 2 Drittel. Und jetzt kommen wir hier, Rollback-Verfahren, kommen wir jetzt zu diesem Entscheidungsknoten. Und hier habe ich jetzt natürlich die Wahl zwischen diesen beiden Strategien. Und da entscheide ich mich natürlich für die Strategie, die mir den höheren Erwartungswert liefert, also 2 Drittel. Dann könnten wir den Wert hier eintragen und den hier nicht erfolgreichen, im geringeren Erwartungswert versehenen Zweig oder Ast, den könnten wir abstreichen. Und das heißt, das ist der erfolgversprechende und den Erwartungswert, die Gewinnchance maximierende Strategie. Ja, das wäre die Lösung zum Ziegenproblem anhand des Entscheidungsbaums. Und das kann man sich natürlich auch nochmal versuchen klarzumachen. Ach so, vielleicht noch der Hinweis, ob ich nun als Spieler am Anfang Tor 1, Tor 2 oder Tor 3 wähle. Das ist natürlich völlig gleichgültig. Das ist eine rein zufällige Entscheidung oder eine rein zufällige Wahl. Man könnte natürlich hier das Gleiche nochmal für das Tor 2 und Tor 3 durchspielen mit den gleichen Wahrscheinlichkeiten. Und dann ergeben sich am Ende 3/9 und 6/9 als Summenwahrscheinlichkeit dieser Möglichkeiten. Die sind völlig identisch, diese Pfade. Insoweit reicht es vollkommen aus, sich hier auf ein am Anfang beliebig gewähltes Tor zu beschränken. Und ich habe einfach mal das Tor 1 gewählt, hätte auch das Tor 2 wählen können oder Tor 3. Das spielt keine Rolle.